eine Möglichkeit, Protest zu wählen, ohne eine Partei wählen zu müssen, in der es auch Rechtsextremisten und Neonazis gibt. Aber natürlich haben sich in den letzten Jahren viele Menschen auch aus Protest der AfD zugewandt. Das hat jetzt die entsprechenden Umfrageergebnisse zur Folge. Ich finde, das Beste, was man gegen solche Umfragen und gegen die Stärke einer solchen Partei machen kann, wäre eine gute Politik. Das sollte eigentlich auch der Auftrag an die Ampel sein. Stattdessen versucht man jetzt noch einmal mit Verbotsdebatten sich... Also im Chat schreibt gerade einer, ist es gut, dass so viele Staatseinnahmen an die Rente gehen? Du hast, glaube ich, Wagenknecht gerade eben nicht zugehört. Also die Rentner jedes Jahr in Deutschland mehr Steuern und Sozialabgaben als Bundeszuschuss an die Rente fließen. Also es werden jedes Jahr 124 Milliarden Euro an Steuern und Sozialabgaben von den Rentnern bezahlt. Und demgegenüber stehen dann roundabout 100 Milliarden Bundeszuschuss, der auch jedes Jahr ein bisschen ansteigt. Also das ist absolut nicht nennenswert. Und was dazu kommt, ist, dass der Anteil der Rente an der Wirtschaftsleistung in den letzten 15 Jahren zurückgegangen ist. Also diese Erzählung, wir müssten immer mehr für die Rente ausgeben und das würde unbezahlbar werden, die stimmt einfach nicht. Die lässt sich nicht durch Zahlen untermauern, ganz im Gegenteil. Die Zahlen zeigen ein sehr undramatisches Bild und das bei dem niedrigen Wachstum, was wir über die letzten Jahre hatten. Also es ist jetzt nicht so, dass das Wirtschaftswachstum in Deutschland so explodiert wäre, dass wir uns die Renten locker leisten konnten. Nein, das Wachstum war relativ niedrig und trotzdem ist der Anteil der Rente an der gesamten Wirtschaftsleistung zurückgegangen. Also wir sollten alle mal ein bisschen auf den Boden kommen und nicht solche Schreckensszenarien verbreiten. Wieder eine Chatter hier, der meint, die Rente würde unbezahlbar werden. Aus diesem Dilemma zu befreien, letztlich muss man einfach nur sagen, das ist eigentlich Wahlkampfhilfe für die AfD. Also wenn Herr Wanderwitz jetzt noch einmal Verbotsanträge dort in die öffentliche Debatte bringt, wenn andere sich dem anschließen, muss ich ehrlich sagen, mehr kann man der AfD nicht helfen, weil diese ganze Verbotsdebatte ist völlig deplatziert. Und zwar unabhängig davon, dass die AfD natürlich einen Flügel hat und ein Spektrum hat, das hochbedenklich ist, wo Leute tatsächlich sich betätigen. Und Herr Höcke ist ja der bekannteste Fall. Auch andere wie Herr Krah, die ganz klar eine völkische Ideologie vertreten, die der Meinung sind, Deutschsein sei eine Frage des Blutes und nicht der Kultur. Natürlich sind das ausgesprochen finstere Ansichten. Natürlich macht es mir auch Angst, wenn eine Partei, die mit solchen Personen in Führungspositionen antritt, immer stärker wird. Aber zu glauben, dass man dem durch Verbote und durch Prozesse entgegenwirkt, das ist eben das Allerletzte, womit man dieses Problem lösen kann. Das Gegenteil ist der Fall. Das heißt, die Verbotsdebatte ist vor allem eins, gesichert dumm. Und ich finde, ja, man muss auch wirklich mal darüber reden, wo sind hier... Ich würde sagen, gesichert antidemokratisch. Man könnte fast sagen, gesichert rechtsextrem. Man kann nicht einfach so demokratische Parteien verbieten. Also zumindest nicht, wenn man ein Demokrat ist. Das würde ich doch bei den aktuell an der Macht befindlichen Kräften doch stark anzweifeln. Ja, eigentlich die Grenzen. Wo fängt Verbot an? Wo sollte man über Verbot nachdenken? Haben wir nicht einen Trend, das Meinungsspektrum immer weiter zu beschränken? Kennt der Verfassungsschutzpräsident zum Beispiel die Verfassung, wenn er in der FAZ vertritt, dass auch Meinungen, die nicht unter die Strafbarkeit fallen, trotzdem ein Gegenstand für seine Behörde sein könnten? Oder kennt ein Herr Kiesewetter unsere Verfassung, der den Krieg nach Russland tragen will und sich gerade noch mal sehr positiv zur Entsendung von Bodentruppen, also zu dem Macron-Vorschlag geäußert hat, ist das nicht auch alles in völligem Konflikt mit unserem Grundgesetz, das ja immerhin ein Friedensgebot enthält? Wollen wir dann bei all solchen Meinungen demnächst irgendwelche Verbotsdebatten führen? Das ist doch völlig absurd. Wir brauchen eine offene Diskussionskultur in unserem Land. Wir brauchen keine Verbotsdebatten. Wir brauchen endlich wieder eine vernünftige Politik. Das ist das, wofür wir als Bundestagsgruppe des BSW streiten. Und deswegen kann ich nur hoffen, dass man diesen Weg mit administrativen Mitteln zu glauben, die AfD klein zu machen, der ist in den letzten Jahren gescheitert, der wird auch in Zukunft nicht funktionieren. Aber der Weg mit einer wirklich guten Politik, die Menschen wieder zu überzeugen und anzusprechen, das wäre tatsächlich ein sinnvoller und gangbarer Weg. Und für den streiten wir hier im Bundestag und für den wollen wir uns auch weiter einsetzen.
fragen. Herr Buchsteiner, Sie hatten sich schon vor einiger Ja, also das waren gute Punkte zur Rente. Ich würde noch ergänzen tatsächlich, also Wanknecht hat ja gesagt, dass alle einzahlen sollen, Beamte, Politiker und so weiter. Ich würde tatsächlich noch dass auch Kapitalerträge für die Rente herangezogen werden müssen und man die Beitragsbemessungsgrenze abschaffen sollte, also nicht nur bei der Rente, auch bei allen anderen Sozialversicherungen. Und dass man dann irgendwie die Leistung deckeln müsste. Also das muss man dann natürlich rechtlich sauber machen. Also einfach deckeln wie in der Schweiz, das ist nach deutschem Recht wohl schwierig möglich. Aber da findet sich da eine technische Lösung. Man kann das ja dann langsam abschmelzen lassen. Also das, wie man es dann genau ausgestellt hat, will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber ja, das würde ich noch ergänzen. Aktuell zahlen nur 50% des Volkseinkommens in die Rente ein. Wie gesagt, Beamte, Selbstständige zahlen gar nicht ein. Alles, was über der Beitragsbemessungsgrenze liegt, wird nicht eingezahlt. Und Kapitaleinkommen werden nicht herangezogen. Wenn man das alles heranzöge, dann wäre die Rente noch viel problemloser zu finanzieren, als sie es ohnehin schon ist. Also ich hatte vorhin gesagt, Rentenfinanzierung ist kein Problem. Das zeigen die Zahlen der letzten Jahre. Das lässt sich an der demografischen Entwicklung ablesen. Der demografische Wandel schwächt sich ja sogar ab. Also den Großteil, den haben wir hinter uns. Also die größte Alterung der Gesellschaft haben sie tatsächlich schon hinter uns. Das, was in den nächsten Jahrzehnten kommen wird, wird weniger schlimm sein als das, was wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben. Ich hatte da mal einen Artikel für den Blog von Sada Sumunshu geschrieben. Den könnt ihr euch, glaube ich, mal durchlesen. Ich werde in meiner Beschreibung verlinken. Da ging es nämlich auch um die Rente. Das ist doch sehr interessant, wie damit Zahlen Panik gemacht wird und was für abstruse Ideen wie die Aktienrente, die einzig und allein dem Finanzkapital dienen, da jetzt durchgebracht werden. Ja, ich glaube, zu den Fragen der Journalisten müssen wir gar nicht mehr groß kommen. Also das, ja, die sind ja immer so leise und dann versteht man nur die Hälfte. Also ich glaube, dass, was Wagenknecht hier gesagt hat, reicht völlig aus. Das ist das beste Pressestatement, was ich bisher von ihr mitbekommen habe. In dem Sinne wirklich gut gemacht. Gerne, dass wir sollte sich im Wahlkampf, vor allem im Bundestagswahlkampf 2025, aufs Thema Rente konzentrieren. Das ist wohl das wichtigste sozialpolitische Thema, was wir in Deutschland haben. Das ist diese Sozialleistung, die für die meisten Menschen am wichtigsten ist und die wohl unter am stärksten unter Beschuss steht. Das muss man, glaube ich, schon so sagen. Deswegen sollte das BSW nächstes Jahr ganz klar auf den Rentenwahlkampf setzen und all die Punkte, die Wagenknecht hier schon vertreten hat, noch aggressiver vertreten. Vor allem die Volksabstimmung war auch ein guter Vorschlag. Also dann sagt man ja, wir legen es den Menschen vor und mal gucken, ob die Menschen mehr Rente oder weniger Rente wollen. Ich glaube, die meisten werden sich für mehr Rente entscheiden, was, wie gesagt, problemlos finanzierbar wäre, wenn man das politisch wollte. Aber die aktuelle Politik dient nun mal dem Finanzkapital und nicht dem Volk.